Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Battlefield One, wo wir in den letzten Zügen sind und das Ganze natürlich entsprechend dann hier, genau, erstmal das markieren, das Ganze zum Ende bringen wollen, ne? Ja. So, gucken, wo der Rest ist. Was gesehen. Aber ich baller jetzt garantiert nicht mit der Pistole durch die Gegend. Das wäre sehr, sehr lebensmüde. Da hinten mit dem Treibstofflager, das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, ich sehe, dass niemand anderen groß. Ich glaube, das sind auch die einzigen, die jetzt angekommen sind mit dazu. Ich glaube, da ist jetzt auch keiner weiter. Also die machen jetzt ihre Patrouille und werden jetzt hier rumtingeln. Ich weiß bloß nicht, wo die hingehen. Wir könnten natürlich gucken, dass wir so ein Fahrzeug... Ich weiß gar nicht, ob man die Fahrzeuge kapern kann hier, ehrlich gesagt. Bin ich so ein bisschen überfragt. Aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir da hinten auf eines dieser Gebäude drauf kommen würden, nachdem wir... Ja, nachdem wir eigentlich hier diesen Scharfschützen platt gemacht haben. Und ich glaube, da in dem Haus... die gehen wir zurück, sehr gut. In dem Haus, also hier in diesem Feldlager, da sind Sachen drin zur Panzer- und Fahrzeugabwehr. Von daher glaube ich, haben wir ganz gute Karten. Naja, müssen wir echt mega vorsichtig sein. Ich werde jetzt auch erstmal gucken, dass wir da diese Waffen holen. Ah, Cyberbong hilft endlich. Ich habe so Probleme gehabt die ganze Zeit mit dem Husten. Ich hatte so einen Hustenanfall vorhin. Es war grausam, also es wollte einfach nicht mehr aufhören. Ah, das brauche ich auf jeden Fall. Genau. Mit Schalldämpfer, sehr gerne. Kann ich sehr gut gebrauchen. Also hier ist jetzt nichts zur Fahrzeugabwehr. Ein bisschen komisch, ich dachte eigentlich schon. Ganz langsam. Hoffen, dass die anderen uns nicht registrieren da vorne. Ist ja schon so ein bisschen auffällig, ne, wenn wir hier so lang latschen. Okay. Sehr gut. Was hat der hier? Kein... Ist da oben drauf noch was? Ich glaube nicht. Jetzt könnte man... Ich glaube, da muss noch was drin sein. Also da sehe ich jetzt keine Gegner oder so. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Das ist ein Problem. Das Doofe ist, ich kann mich nicht auf die Präzision dieser Waffe verlassen. Ah, den habe ich nicht markiert, okay. Ich muss da, glaube ich, noch näher ran. Um halt wirklich verlässlich sagen zu können, okay, jetzt treffe ich. Es ist ein Heady und derjenige ist dann auch down. Ich mag dieses Risiko nicht eingehen, dass es vielleicht dann nicht klappt und dann sind die alle alarmiert. Und wir kriegen dann richtig auf den Sack. Und da habe ich echt nicht so den Drang nach, ne? So, anscheinend ist hier niemand. Das finde ich sehr gut. Aber auch ein bisschen ungewöhnlich, dass man das hier einfach so unbewacht lässt. Das ist ein Feldhandbuch? Ne, so eine Bank. So, was haben wir hier? Ja, nochmal die Granaten, okay. Ich brauche so eine... So eine Fahrzeugabwehrwaffe. Eigentlich war hier so eine Panzerbüchse, dachte ich. Ja.
weil sonst wird das echt ein bisschen schwer. Okay, da ist keiner. Achso, hier kann ich das dann... Achso, und so hat das jetzt auf... Genau, und da wackelt er nicht. Ist natürlich auch schön, ne? Gut, wenn man dann so ein Zweibein dran hat. Und wenn diese Funktion im Spiel dann halt auch entsprechend vorgesehen ist und man das dann nutzen kann. Ich auch sehr gut. Gut, anscheinend ist hier keiner, aber niemand hat mich bemerkt. Eine Haftmine. Könnte man auch machen. Der eine sieht so klein aus gegen die anderen, ne? Ich muss auf der anderen Seite hoch aufs Gebäude, weil ich glaube, ich werde so machen, dass ich gucke, dass ich aufs Gebäude raufkomme, wobei es mir immer noch nicht so ganz wohl dabei ist. Ich hätte vorher gerne eigentlich eine Waffe gehabt. Eine Waffe, mit der ich das kaputt machen kann. Aber wenn ich darauf gehe, kriege ich von... Na, ich muss hier wieder runter. Gehen wir auf dieses andere Gebäude rauf. Von dort aus müsste man mit Granaten zumindest das eine platt kriegen. Wir mussten zuerst die Truppen gesehen? Im Ort ausschalten. Toll, er erzählt das nochmal. Bevor wir den Zug vernichten konnten. Die Leiter da kann ich nicht nehmen, dann sehen die mich, oder? Oh, ich muss, glaube ich, vorsichtig machen. Nicht zu schnell, sonst bin ich zu laut. So, jetzt aber schnell runter. Ja, der Wagen stand ja da vorhin auch schon, ich glaube, ne? Was machen wir? Also nach da hinten hinwerfen ist zu weit. Er muss definitiv die Fahrzeuge plätten. Wissen die jetzt, wo ich bin? Was denkt ihr? Es gibt nur diese eine Leiter, ne? Das ist gut. Das ist richtig gut, dass es nur die eine Leiter gibt. Perfektes Gebäude ausgesucht. So, die anderen müssten jetzt eigentlich dann bald rumtingeln. Okay, die sind schon nicht mehr... Ah. Okay, sie suchen jetzt, aber sie wissen ja nicht, wo wir sind. Da ich hoffentlich alle Gegner markiert habe, sehe ich ja dann, wenn einer kommt, beziehungsweise sollten wir es eigentlich auch hören. Der klettert auf das eine Haus rauf, okay. So. Das hat keiner mitgekriegt, Schalldämpfer und so, ne? Sache, hier kommt jetzt keiner. Doch, da kommt einer. So, puh. So können wir das machen. Na, Gott sei Dank hat er die Waffe hier oben gelassen. Sehr gut. Da kommt da jetzt der Nächste, ja. Da kommt der Nächste. Nachladen. Anscheinend vermutet man, dass wir jetzt hier sind. Aber so richtig sicher ist man sich nicht. Einer hat es gehört, wir sehen es auf der Karte. Der ist gelb. Und der Rest tingelt hier irgendwo rum. Aber der kommt jetzt hier hoch, ne? Ah ja, der kommt jetzt hier hoch. Ah, ich höre schon.
der nächste. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Stelle und ziemlich coole Methode, dass die alle so doof sind. Also da unten müsste jetzt praktisch ein Haufen von Leichen liegen. Zuerst die Truppen im Ort ausschalten. Ja, bleib ruhig. Bevor wir dich ich bin dabei. So, der nächste. So, ich glaube, da kommt der nächste schon wieder. Oder rennt der weg? Ich glaube, der rennt weg, aber da links, da ist einer, der auf der Karte schon wieder ankommt zur Leiter. Mhm. Naja, die kommen jetzt halt alle nach und nach hierher, ne? Ist, glaube ich, klar. Na los, komm. Zeig dich. Nachladen. Was mich so ein bisschen wundert, dass nicht alle darauf aufmerksam werden, ne? Es ist ja seltsam, dass genau hier die ganze Zeit die Leute verschwinden und irgendwie vom Haus fallen. Eigentlich. Aber naja. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu paranoid und deshalb. Aber wir haben es immer schön ordentlich welche erwischt. Das einzige Problem wird der Typ darstellen mit diesem fetten Panzeranzug. Der wird echt ein Problem, aber naja, dafür haben wir noch Granaten. So. Ich glaube, wir haben noch genug Schuss. Wir brauchen jetzt immer nur einen Schuss, einen Treffer, ne? Da unten entfernen sich drei, das ist echt ganz gut. Und dann haben wir nur noch drei hier direkt bei uns. Das sollte, glaube ich, ganz gut klappen. Ja. Schöne Taktik. So, da kommt der nächste. Sauber. So, der ist jetzt auch angelockt. Die anderen kommen leider wieder zurück. Ja, wobei. Aber wer ist davon der Typ mit der Panzerung? Ich hoffe, der Letzte. Oder beziehungsweise ich hoffe, dass der weit weg ist und davon nicht angelockt wurde. So, da fühlt sich jetzt keiner mehr von angesprochen. Das ist zum einen ganz gut, zum anderen können wir aber nicht sicher sein, dass wirklich keiner hier ankommt. Ach, der ist im Haus. Ah. Ich bin direkt über dir. Zum Glück gibt es hier keine Leiter. Echt, das ist so gut, dass es nur diese eine einzige gibt. Ein Riesenvorteil. Okay, es gab doch eine zweite. Okay. Warum sagt mir das keiner? Aber da kann man anscheinend nur vom Haus aus hin. Okay. Aber das Schöne ist auch, die haben alle ihre Waffen hier oben liegen lassen, ne? Ungeahnte Möglichkeiten. Die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten können. Wo geht der jetzt hin? Kann man hier auch hoch direkt? Sieht mir nicht so aus. Ja, der kommt, glaube ich, hier hin. Mhm. Warten wir wieder. So. Naja, da kommt er. Nimm die Leiter, komm schon. Die ganzen 3 Trillionen Leichen, die da liegen, hat nichts zu bedeuten. Überhaupt nicht. So. Den kriegen wir auch gleich. Sauber. Waren das jetzt alle? Hm. Eigentlich nicht, ne? Es fehlt der Typ.
Hab ich ihn? Ach, sauber. Sogar richtig gut abgeschätzt. Keine Chance gehabt. Was nehme ich mir denn davon mit? Die haben irgendwie alle dieselben Rotzwaffen, ne? Nehmen wir mal die jetzt hier. Es hat... Ne, hat nicht wehgetan. Komischerweise. Was haben wir denn da? Panzerbüchse, da ist sie. Die brauchen wir nämlich jetzt. Weil ich halt kurz mit der Panzerbüchse dem, das Ding halt weghaue und dann reicht das auch. Ja, kurz hinlegen. Boom. Ich hoffe wirklich, dass keiner mehr übrig ist. Aber ich sehe auch keinen, der hier alarmiert wird. Also von daher, glaube ich, haben wir Glück. Mal gucken, was hier noch so Schönes drin ist. Was ist das da? Ach, ein Pferdchen, deshalb. So. Ah. Nachdem Sarah den Ort. Haben wir es ja erledigt. Hatte, guck mal, hier. Ach, ist doch nicht. Schade. Ich dachte, da wäre jetzt noch ein Feldeinbruch, aber es wäre auch zu spät. Das hätte man nicht mehr gekriegt. Und es wird langsam knapp, du musst dich beeilen. Oh, das sieht böse aus, ne? Ja. Ist ja von bösen Menschen. Guck mal, da sind sie schon da. Sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell in die Geschütze gehen und auf den drauf semmeln. Das Wichtigste, was man machen kann. So. Geschütz ausrichten. Nachladen. Was? Alles? Ach ja, stimmt, jedes Mal, wenn dieser Ton zu hören ist, dann müssen wir schnell in Deckung gehen. Denn dann kommen die Mörser. So ein kleines Warnzeichen. Manchmal hat man Glück. Da kannst du dann praktisch zwei Schüsse drauf abgeben. Aber hier an dieser Stelle keine Chance. Na, vielleicht haben wir Glück. So. Schnell, lauf. Zwei Treffer sind schon mehr als genug. Wir müssen immer die Position wechseln. Es gibt hier zum Glück genügend Geschütze, die hier überall sind. Und wir sehen, wir haben jetzt schon fast ein Viertel weg. Das ist okay. Was ist es eigentlich? So, schnell wieder woanders hin. Der zerbombt hier alles, ne? Also dieses Ding ist unbarmherzig hoch 3. Das ist ja irgendwo klar. Es soll ja nur töten. So. Position, weil die werden hier draufballern. Immer schön tarnen und täuschen. Leider sind die Wege mitunter recht weit, wie wir sie hier sehen. Ne? So, hier komme ich leider nichts ran. Vielleicht kommt der Zug gleich zurück. Hör ich ihn? Ich glaube nicht. Mist. Nun ist doch das Geschütz hier oben beim Mann. So, schnell einmal draufsemmeln. Ups. Und schnell weiter. Gehen wir zu dem Geschütz. Ah, da hinten. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn sie dabei die Geschütze vernichten. Dann hast du echt die A-Karte gezogen. Jetzt hoffe ich, dass er sich bewegt.
eigentlich tut er das dann immer. Nach einem Treffer. Macht er jetzt aber nicht. Na, das Geschütz ist vernichtet. Mist. Zu viele von den Typen. So. Machen wir hier so ein paar platt. Da kommen wir, glaube ich, auch unendlich viele. Ach, da rennt einer vor die Linse. Kann das Ding nicht in die Luft fliegen? Ach, ist schon. Mist. Na. Irgendwo hier muss es doch. Ah, verdammt. Ich könnte sonst höchstens die Panzerbüchse wählen. Dass ich damit versuche kurz. Er hat geballert. Wir haben es gesehen gerade, ne? Mhm. Wir hören schon, da kommt es runter. Zug setzt sich auch in Bewegung, glaube ich. Oder? Was? Das ist aber nicht nett gewesen, ne? Das Doofe ist, wir müssen jetzt alles normal machen. Das ist so ein bisschen das Nervige an diesem Endkampf, wenn man das so nennen möchte. Es gibt da zwischendrin keinen wirklichen Speicherpunkt. Das ist manchmal etwas nervig. Schnell weg. Wir haben uns einmal drauf, also zweimal sogar schon drauf gesammelt. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg, wie wir sagen müssen. So. Da haben wir schon keine Munition mehr für. Ich glaube, hier drin sind wir sicher. Naja, halbwegs. Ah. Tanke der. Nehme ich gerne mit. Panzerbüchse wäre natürlich jetzt am liebsten. Weil das Tankgewehr auch echt okay ist, ne? Boah, schnell, schnell. Lauf, 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 lauf. Nicht nachladen, du kannst später. Das ist dann so ätzend, ne? Anstatt irgendwie um ihr Leben zu rennen und alles. Nein, du musst halt unbedingt nachladen. Also ich finde, es müsste die Funktion geben oder es müsste so sein von der Mechanik her, dass solche Sachen halt unterbrochen werden, damit man halt entsprechend weglaufen kann. Ein bisschen drehen. Da sehe ich. Gut aufgesammelt. Das ist echt nicht schlecht. Wir haben jetzt praktisch die Hälfte kaputt gemacht. Das ist, glaube ich, echt okay. Die Musik wird auch ein bisschen dramatischer. Oh ja, der rotzt jetzt ordentlich drauf hier auf alles. Komm schon, na los, 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 schneller drehen. Doof ist es. Wende da. Vorne. So, schnell weg. Mhm. Lauf! Irgendwie sowas. Und irgendwelche Flugzeuge, die über uns drüber düsen und irgendwelche kleinen Fußtruppen, die hier noch lange latschen. Ah, schon brenzlig, aber wir haben hier vorne noch eins. Finde ich gut. Sehr schön. Oh, gleich ist er down.
schnell weg. Geht auf die andere Seite, das hat ja ganz gut funktioniert. Er hat ja alles eingeebnet, ne? Guck dir das an hier. So dermaßen zerbombt. Das ist schon krass, muss man wirklich sagen. Das Geschütz hier vorne lebt noch. Damit müssten wir jetzt klein kriegen. Ich glaube, ein Treffer noch. Dann haben wir ihn. So. Yes. Lauf, 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 lauf. Der ballert. Sicher? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil er nochmal Mörser geschossen hat, glaube ich. Aber so wie es aussieht, haben wir es geschafft. Endsequenz genießen. Rache kann süß oder bitter sein. Was sagst du dazu, Sarah? Süß. Und du hast recht, wir müssen größer denken und handeln. Also auf zum Suezkanal. Okay. Sag mal, was weißt du über Schlachtschiffe? Also praktisch das, wo es im Multiplayer halt an sich weitergeht, bei den Operationen, was hier bei der Kampagne nicht kommt. Tja. Arabische Unabhängigkeit. Wie alle hat es keiner wirklich gehalten, ne? Der Öl ist halt auch noch immer wichtiger geworden im Laufe der Zeit. Da fing es an und heutzutage ohne das kaum vorstellbar. Sehr schön. Haben wir es praktisch geschafft? Es gibt jetzt. Noch ein letztes, was wir uns jetzt noch kurz geben werden. Genau, und steht geschrieben, das ist jetzt für den letzten Kampagnenabschnitt, dass wir den absolviert haben. Es gibt, wie gesagt, insgesamt sehr, sehr wenig Gamerscore, nur für die Kampagne. So, Herausforderung. Ja, wir haben hier 2 von 2. Und Feldhandbücher, naja, da reden wir dann nicht von. So, und jetzt haben wir nämlich das letzte abgeschlossen. Und da werde ich mich jetzt etwas zurückziehen und dann werden wir uns das zusammen einmal angucken. Eines Tages wird all das hier vorbei. Und der Krieg, der alle Kriege beendet, gewonnen sein. Von wem auch immer. Dann werden die Waffen schweigen, Gras wird wachsen und all das hier überwuchern. Tja. Das Land wird sich selbst heilen. Wie immer. Wir werden dann längst tot, aber vielleicht nicht vergessen sein. Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Wie wir lebten, wie wir kämpften und wie wir starben. Wenn all das hier vorbei und der Krieg gewonnen ist, werden sich die Menschen an uns erinnern. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken. Und wir werden kämpfen. Ja, schon krass, ne? Tja. Tja, und das war Battlefield 1 mit einem ziemlich, muss ich sagen, für mich persönlich beklemmendem Ende, ne? Weil man muss auch wirklich sagen, es ist ja so, wenn du überlegst, wie viele Abermillionen da ums Leben gekommen sind, für einen Krieg, der es niemals im Leben wert war, weil kein Krieg es wirklich wert ist,
Und was er dann sagte von wegen, wenn man sich dann wirklich nur an jeden Tausendsten vielleicht erinnert und der nicht in Vergessenheit gerät, ist halt wirklich so. Wer erinnert sich noch an diese Leute, die da damals das Opfer gebracht haben und ihr Leben praktisch verloren haben für diesen Pille-Palle? Ne? Und es ist halt für mich etwas beklemmend, das Ganze, wenn man sich das so vor Augen hält, wie dramatisch und wie grausam das Ganze wirklich gewesen ist. Weil es halt kein fiktives Szenario ist, sondern wirklich blanke Realität gewesen ist. Damals der Erste Weltkrieg und ziemlich brutal und unbarmherzig, so wie eigentlich fast jeder Krieg. Und ich finde es grandios, wie man das Ganze hier in Szene gesetzt hat, wie man das geschafft hat, dass ein Shooter einen emotional mitnimmt, einen packt und einem wirklich zeigt, okay, das ist der verschissene Krieg, so brutal, unbarmherzig, gnadenlos und grausam ist das Ganze. Und das finde ich super gut gemacht, da an dieser Stelle auf jeden Fall Hut ab an die Entwickler, an DICE, die das hier auf die Beine gestellt haben, war definitiv die richtige Entscheidung, das Setting so zu wählen und das auch auf diese Art und Weise zu präsentieren. Irgendwas, ich sag mal, wenn man es vergleichen würde, so eine Art actionreiche Kampagne à la wir sind die Besten, wir sind die Sieger, du spielst die Sieger, und so eine Action-Kampagne à la Call of Duty würde hier nicht passen und fände ich auch, wenn man an die Leute denkt, so, wenn man das vielleicht in Ehren halten mögen würde, so ein bisschen an diejenigen gedenken möchte, die damals halt ihr Leben gelassen haben, wäre das natürlich auch nicht angemessen. Ne? Von daher super gut gemacht, definitiv geil und macht auch Spaß, das nochmal zu spielen, finde ich persönlich. Ich hoffe wirklich, dass sie sich da vielleicht noch ein Herz nehmen und ein bisschen was in Richtung Singleplayer rausbringen, beziehungsweise vielleicht auch Koop da dran arbeiten. Ich hatte den Entwickler ja angeschrieben und hatte ein Feedback bekommen, dass man das in die nächste Teamrunde mitnehmen will, diese Idee, weil man das ganz interessant fand. Mal gucken, vielleicht hört man mal irgendwas, vielleicht heißt es so, ja, wir bringen neuen Singleplayer-Content, es kommt hier vielleicht auch was à la Battlefield 3, Koop-Kampagnen, man weiß es nicht. Spiel ist ja jetzt noch nicht so alt. Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen bedanken, die fleißig an meiner Seite gekämpft haben und mit durchgehalten haben bis zum Schluss und mit mir durch die Gräben und gekrochen sind und durch die Lüfte geflogen, die genauso viel Staub fressen mussten wie wir und durch den Sand gekrochen sind und jetzt den Sand erstmal irgendwie loswerden müssen. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns bei dem nächsten LP hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.